Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Chernobylite. Yo, warum weht denn sein Hemd so? Aha, okay. Wieso hatten das nicht gespeichert? Nein, wir hatten doch hier schon aufgeräumt, Mann. Was ist los? Ach, das ist jetzt aber, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber gut, räumen wir nochmal fix alles auf hier. Scheiße da. Gut. So, ja. Freut mich wieder hier zu sein. Heute wollen wir die erste Mission machen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Mission, wenn ich ehrlich bin. Ja, mal sehen, was uns da erwartet. Zack. Zack. Das ist ja merkwürdig, dass das nicht gespeichert hat. Da muss ich mal gucken, gell? Okay? Ich räume doch hier nicht jedes Mal alles auf. Was ist los? Da bin ich ja Stunden beschäftigt. So. Da haben wir noch Scheiß. Da haben wir noch Scheiß. So. Dann würde ich sagen, ist das hier ja schon mal nicht so schlecht. Jetzt muss ich mir das Gebrabbel wieder anhören von ihm. So, das ist alles klar. Er ist tot. Er noch nicht ganz. Kennen wir alles schon. Ich gucke nochmal schnell alles an. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwas freischaltet. So, hier haben wir... You must prepare first. Du musst dich erst vorbereiten. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir mal was auf. Wir hatten doch hier... So, jetzt wollen wir mal gucken. Den Tisch. Den Tisch, ja, den Tisch, den platzieren wir aber wieder irgendwo, weil wir haben ja gelernt, dass man die Sachen durchaus woanders wieder hinstellen kann, wenn man das möchte. So, so. So, wir haben hier noch Kram. Was haben wir da? Elektrikteile, Mechanikteile, Adrenalin, Kräuter, Beruhigungssalze und eine Heilsalbe. Wow. Naja. Besser als nix, würde ich behaupten. So, ja, mal gucken. Wo war denn hier... Wo war denn hier das... Hier war doch irgendwo... Muss man da erst... Das ist... Nee, das ist aufheben. Naja, egal. So, Dings haben wir gesetzt. Werkbank, ich würde eigentlich gerne eine Mission machen. Tell me you're not going straight back to the power plant. Because if you, we're out in them... Kennen wir alle schon. Ich okay, Olivier, zu. Let's hear your plan. I'm glad you're seeing reason. See this board behind me? We can use it to map out our plan of action. Figure out how to get every piece of in for today, let's somewhere to sleep with you. Yeah. Du hast recht. Okay. Great. Yeah. I'll do everything I can to help. One last thing before you go. Use it as a last resort. I presume you know how to handle firearms. Ja, Digga. Komm, gib her den Revolver. I have faith in you, Igor. So, jetzt wollte ich aber mal eigentlich gucken, ob wir an der Werkbank... Wir brauchen irgendwas. Er sagt ja, er will Betten haben. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Hier. Hey, wieso kann man jetzt nicht an der Werkbank schaffen? Letztes Mal ging das, gell? Jetzt versuchen wir es nochmal. Warte. B fürs Baumenü und dann heben wir das Ding mal auf. Schauen wir es mal woanders hin. Bewegen, platzieren, F. So. Ah, jetzt geht... Hä, das ist echt merkwürdig. Gut, ein Bug. Man muss die Sachen zweimal setzen. Auch schön. Auch schön. So, jetzt, gucken wir mal. Wie kann man da nochmal... Ah ja, genau so. Man muss sich echt wieder an die... So, was haben wir hier? Eine Lampe. Das ist irgendwelches Zeug. Das brauchen wir alles noch nicht. Ich suche, ne? Fernseher-Scheiß. Wow, was ist das? Irgendein krasser Stuhl. Okay. Hier. Wo waren denn die Schlafsachen nochmal? Ich will nochmal gucken, was wir dafür brauchen. Nein. Dann war es hier nicht. Dann war es wahrscheinlich hier. Warte mal, was haben wir hier? Waffenpatronen.
Hier kannst du Ausrüstung verstauen, Behälter, Rüstungsbau, Waffenbau, Werkzeuge, Gärtnern. Das wollte ich alles nett. Basenverbesserung. Vielleicht war es da drin. Ah ja, hier. Jo. Dafür brauchen wir Pilze? Put the Pilzen. Mechanikteile, Kräuter. Was ist das? Ein altes Sofa, dessen Polsterung durch ein Kräutergeflecht ersetzt wurde. Riecht gut. Dann brauchen wir ein Bett. Dafür braucht man Pilze und Chemikalien. Krankenhausbett. Dafür braucht man noch Chemikalien. Ah ja, okay. Dann habe ich mal einen Überblick, weil er hat ja gesagt, hey, ich will was pennen, mach doch mal hier ein paar Kojen, Freund der Sonne. So. Jetzt gucken wir mal. Da haben wir das Ding. Nee, das will ich nicht. Wo war denn die Knarre? Hajo, hier. Na, Freund der Sonne. Staunen, ne? So, jetzt gucken wir mal. So, die erste Aufgabe zu Beginn des Tages ist die Tagesplanung. Welche wähle aus, welche Missions du machen willst oder Oliver? You can see everything from here. You cannot succeed alone, but there are others who will help you. I'm not sure what to do first. Should I tell Olivier to run some errands or should I do it myself? Tja, Zentrum. Munitionsabwurf. Vorratsabwurf. Was gibt's denn hier? Das könnte er eigentlich machen, oder? Er ist doch ein Fuchs. So, das macht er und ich mach. Ich mach hier den hier. Jo, das macht der Igor. So, drücke dran die Mission. Nee, drücke, um die Mission zu starten. Denke dran, dass schwierige Missionen auch Opfer fordern können. Sowohl du als auch deine Gefährten können verletzt, entführt oder sogar getötet werden. Aber vergiss nicht, auch der Hunger kann dich das Leben kosten. Na toll. Ja. Dann warpen wir mal los sozusagen. Ah, ich bin gespannt. So richtig, richtig gespannt bin ich jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken. Also Pilzen oder Chemikalien. Schön im beides, gell? Wobei Kräuter wären auch okay. Ich will eigentlich nur ein bisschen sammeln. Ich will eigentlich gar keine große Mission machen, aber Zentrum von Prypjat. Nachmittag. Das ist gut, ne? So, jetzt packen wir mal hier den Freund aus. Diverse. Oha, da habe ich schon was entdeckt. Ah, was haben wir? Oh, geil, was ist das? Ah, okay. Nehme ich. Oh, hier ist noch was. Brennbare Teile, nehme ich. Erstmal kann ich ja mal hier im Haus gucken, oder? Guck mal da rein. Nee, schade. Ach, gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. Okay, hier gibt's mal nix. Strahlung ist, glaube ich, in Ordnung. Oh, hier ist ein bisschen mehr Strahlung. Ich will auch ein paar Sachen finden, sag mal. Wie konnte ich nochmal? Ah ja. Was suche ich? Ich suche Chemikalien, unter anderem. Wobei es natürlich geiler ist, wenn man auf diverse geht, dann sieht man halt wenigstens alles, ne? Hätte ich gesagt. Wo muss ich überhaupt hin? Dahin. Ah, ich bin auch voll vorsichtig überall hier. So. Das funktioniert wohl nicht mehr. Oh, okay. Da ist argstrahlig. Oh, hier gibt's irgendwas. Pilze. Die nehme ich.
Ich weiß auch gar nicht, wo die Gegner sind. Ich kenne ja die Missionen alle noch gar nicht und nix. Das ist, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Zombies. Da rennt man auch einfach rum und man blickt irgendwie überhaupt gar nichts am Anfang. Aber das gehört wohl ein Stück weit dazu. Ich finde es unheimlich aufregend immer. Da sind Leute. Leute vor allem. Hey, da sind ja Leute. Ich glaube, zum Anfang kämpfen ist eine dumme Idee. Mechanikteile, okay, cool. Wir werden wahrscheinlich auch... Kann man speichern eigentlich? Spiel speichern? Okay. Wo ist denn jetzt der Typ, der hier war? Ah, da hinne. Da hinne! Ach du Scheiße. Oh, leck. Okay. Ich habe gerade den Typen hier weggemacht. Wo ist die Knarre von dem? I hope we run into some rabid dogs. I've always wanted to shoot a dog. Kann man die Leichen eigentlich wegräumen? Vielleicht hätte ich den vorher wegräumen sollen. Kann man die Leichen wegräumen? Sieht nicht danach aus. Schade. Der tut mir richtig leid eigentlich. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, was soll ich machen, ne? Also, ich muss ja hier auch überleben. Ist niemand, ne? Hier war aber einer. Ich weiß es. Scheiße, wo ist denn der hin? Okay, was ist das? Kommt man nicht durch. Okay, schade. Ah, da ist der Typ. Tja, der wundert sich gar nicht, dass sein Freund weg ist. Okay. Gucken, wie er seine Runde läuft.
I finish my contract, I'm going to grow a beard. Chicks in Moscow dig beards. I have to take a leak soon. Oh Gott, der sieht mich bestimmt, oder? Master made for dinner tonight. Hope it's not more fish. I hate fish. Ich trau mich gar nicht, mich umzudrehen. Okay, ja, das lief doch. Okay, ein paar Sachen hat er gehabt. Sehr gut. Was? Hier gibt's nicht mal was? Sag mal. Okay. Chemikalien, die wollte ich doch. Essensration. Uiuiui, ja, ich bin so still, weil es gerade so spannend. Was? Ist gerade so spannend ist? Was ist denn der Typ? Okay, cool. All work and no play makes Vladimir a dull boy. Wo ist denn der Typ? Sag mal. Mach mich irre. Mosquitoes all biting you in the dick. Okay. Ja, den Hammer. Aber ich fühle mich nicht so gut, scheinbar. Oder ich bin verstrahlt. Wie kann man denn zurück? Letzten Checkpoint, wie kommt man denn zurück, wenn man die Missions, kommt man nur zurück, wenn man die Mission erledigt hat, oder? Scheinbar. Was haben wir hier? Wo sehe ich denn hier, was ist das? Psychische Verfassung. Jo, verwenden. Ah, viel besser. Sondern sage ich im Psycho. So.
Ah, gucken, gibt's hier irgendwas? Feines. Alter, haben die hier viel Zeug stehen. Wahnsinn. Ach, gut, dass sie so schlecht sehen eigentlich, ja? Gibt so viel Zeug und nichts zum Einsammeln. Hey. Wie fies. Ja, eine ganze Menge Zeug, nur nichts für mich, ne? Schade, schade. So, wo ist die Wache? Da. Sorry, 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 tut mir leid. Sorry. Oh Gott. Das geht auf die Psyche, sag ich dir, du. So, Gewehrmunition. Ja, geil. Oh, was ist denn da drüben los? Gucken wir mal kurz hier rein, oder? Oh, was machen die denn hier für Experimente? Alter, den hat's ja mal richtig erwischt. Der ist ja voll mit dem Zeug da verseucht. Alter. Fleischreste. Können wir noch was mitnehmen, wenn wir Hunger haben, oder? Hallo? Hallo? Geht's Ihnen gut? Hallo? Geht's Ihnen gut? Ach, dem geht's wohl nicht mehr so gut. Aber die Grafik, ich bin immer noch echt entzückt. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Kann ich mir nicht so einen Arztkittel anziehen? Das wäre geil. So, ich muss irgendwie darüber. Niemand zu sehen hier.
Und wir schleichen uns hier einer ab, geil. So, wie kommen wir denn in die Butze rein da? Wenn wir schon mal hier sind, dann sammeln wir auch ein bisschen was ein, hätte ich gesagt, oder? So, Chemikalien. Sonst gibt's hier nichts. Ist ja eine Frechheit. Geil. Da ist auch noch irgendwas. Tja, 120 Meter. Dass 120 Meter so lang sein kann. Geht euch das auch immer so? Ist, ich will keine Bekanntschaft damit machen. So, Mechanikteile nehmen wir. Oh nee, jetzt muss ich nicht bei denen da vorbei, oder? Du musst 124 Meter in die Richtung. Das kann ja eigentlich nicht bei denen vorbei sein. Muss doch eigentlich in die Richtung hier. Oje, 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 oje. Ich glaube, das war die ruhigste Folge von mir ever. Was willst du machen, ne? Oh, cool, da hinten ist ein Riesenrad, geil. So, hier haben wir noch Mechanikteile. Nehme ich. Oh, ein abgestürzter Hubschrauber. Alter Scheiß. Alter, wie cool bitte. Also, nicht, dass er abgestürzt ist, aber wie cool ist die Grafik bitte. Mega! So, wir müssen immer noch in die Richtung. Ist hier irgendwo jemand? Niemand zu sehen. Oh, da drüber. Und er schleicht sich einer ab. Scheiße, wie soll ich denn die zwei platt machen? Du
Skullboy. Drei sogar. Okay. Ich guck mal, ob man außen rumkommt, weil ich sehe so irgendwie schlecht, wie die... Die laufen immer im Kreis, das habe ich schon gesehen, aber... Oh, was haben wir hier noch? Mal wieder was glatt was übersehen? Geht ja gar nicht. Ah, nee, lass mich raten. Die wollen, dass man da durchgeht, oder? Alter, was ist das hier für eine Scheiße? Okay, da kommt man nicht durch. Oh je, ich glaube, jetzt gibt's Tote. Wäre ja merkwürdig, wenn die mich jetzt nicht sehen, ne? You cocksucker! Ui, oh, oh. Ja, bewegst du dich auch mal? Oh, das ist ja fies. Alter! Jetzt ab, ey. Oh je, die rufen jetzt bestimmt irgendjemand an, ne? Oh, lass schneller nach! Was ist der Typ? Tja, mein Freund. Ich bin unsichtbar. Oh je, unverrückt bin ich auch jetzt. Geil. Oh, ich habe eine Knarre gefunden. Geil. Na, jetzt geht's doch mal los hier. Ach, schnell mal das Zeug holen hier. So, was haben wir hier? Quest abgeschlossen. Geil! So, ja, und wie komme ich hier zurück? Nutze den Portalgenerator, um deine Tasche zum Schutz... Ah ja, okay. Portalgenerator, das müsste das Ding hier sein, oder? Sieht aus, als würde er eine Gurke einlegen. Ja, geil. Erste Mission geschafft und noch eine Knarre abkassiert. Mega. I think this approach is working, Igor. Looks like we can sneak in and out of the zone without attracting attention. So, how did it go? Are you any closer to finding your old lady? You still want to go back to the power plant? I have to go back. I have the strongest feeling she's there. Feelings? You surprise me, Professor Kimenyuk. Trusting your instincts is important, but last time we tried that, we lost Anton. We need some hard evidence before we go down that road again. Don't worry, Olivier.
I'm not crazy. I'll keep gathering evidence, and when I've got enough, we can formulate a new plan. Good. Evidence, plans, information, resources. It will all get us closer to your goal, Igor. How did you do today? I'll brief you in a minute. First, let me point out a couple of things to you. Go on. You need to understand the role you're in. You hired me and rented this warehouse. That makes you the commander of this base. It means you will be in charge of all our equipment and, most importantly, our food rations. You have to start thinking like a strategist, like this is a military operation. Organize the base and take care of your troops. That's number one. Starving is no fun, I know from experience. Forget to feed your troops and their morale will drop. They might even desert you. Also, in situations where resources are scarce, there's a group psychology to consider. Playing favorites, rewarding those who slack off, and not appreciating the men who pull their weight are surefire ways of creating discord amongst the men. What men? There are only two of us. For now, but that has to change if you want your power plant operation to succeed. We need more power, more intel, more skill, and more bodies. And each of those bodies will need space, food, and resources in this base. I know you're eager to bolt out there and continue your search, but you need to be patient, plan, strategize, take it slow. You have to find time to cater to the needs of your companions and manage this warehouse. If you don't, all your plans will be for nothing. You're right. I need to be smart about all of this. Absolutely. And remember, I'm here for you. I will advise and support you every step of the way. That's what you're paying me for. Ah ja. Okay. So, ich war erfolgreich. Was geht bei ihm? Okay, kein Essen. Normale Essensration. Haben wir überhaupt Essen? Essensration 3,6, gelagerte, produzierte 0. Hm. Okay. Tja, hm. Gut. gleiche Ration wie Igor. Wir sind ja noch zu zweit. So, annehmen. Bist du sicher, die Essen beenden willst? Ja. Okay, so, meine Verfassung und meine Psyche ist am A. So, jetzt gucken wir mal. Mission. Jetzt würde ich nochmal ganz kurz was gucken. Kann man raus zum Kochtopf? Was? Revolver aufheben? Okay. Warum lag da ein Revolver rum? Oh, yeah, baby. Das ist mal eine Knarre. Wieso kann man hier eigentlich nicht wieder raus? Ich würde doch gern Zeug ansammeln. Muss ich dann immer Missionen machen, wenn ich auch nur ein paar Pilze sammeln will? Scheinbar. Das ist ja fies. I'm wounded, Igor. Can you get me a first aid kit? Gib ihm Medizin. I feel better already. Okay. Can we swap some stuff, Olivier? Sure, whatever you need. Ah, man kann mit ihm Sachen tauschen. Das ist ja geil. Der hat keine Waffe. Komm. Hier, warte. Du kriegst auf jeden Fall eine Waffe. Was ist los mit dir? Warte mal, Muni habe ich doch irgendwann auch noch hier. Was haben wir hier? Schrotpatron. Medikit. Revolvermunition 3. Naja, 3 ist besser als nix. Oder? Brauche keine Muni, oder? Okay. Gut. Was haben wir hier? Alkohol. Antistrahlungsmedizin. Ja, wir sollten mal so einen Topf bauen, wa? Na, geht's gut, ja? Igor, okay, prima. I think we've made some serious mistakes here. Maybe we should reconsider your approach to, I don't know, everything. Aha. Entspann dich mal, du. Der ist immer so unentspannt. Was ist denn los mit ihm?
So, jetzt wollte ich doch mal gucken. Wir konnten doch irgendwo auch was zum Kochen machen. Wohlbefinden der Gefährten. Schutzraum, Bauelemente, Schlafmöglichkeiten, Luftfilter, Strahlungsschutz. Wo gab's denn dieses Kochding? Ah, hier. Das würde ich gern bauen. So, das könnten wir eigentlich mal... Oh je, wo baue ich denn das hin? Hm. Da. Ja. Nee, nee, nee. So, jetzt. Ich wollte hier was kochen. Habe ich Pilze? Natürlich nicht. Was ist das? Eine Salbe, einen kleinen Teil der Strahlungsbelastung auszuscheiden. 3 brauchen wir dafür. 2. Das wäre gut. Ich brauche was für die Psyche. Dafür brauche ich Pilze. Hm. Oder ein Bett. Kann man hier schon ein Bett bauen? So, egal. Sei es drum. Wir sind schon bei 41 Minuten. Sorry about it. Völlig versunken in dem Spiel. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, sehen wir uns gleich wieder. Dann gucken wir mal, dass wir hier ein Bett irgendwo hingebaut bekommen und noch ein paar Pilze sammeln können. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Bleibt mir gesund. Bis gleich. Ciao.